Servus meine lieben Freunde und recht herzlich willkommen hier zur nächsten Folge von City Skylines. Vielen, vielen Dank für eure Vorschläge von den Straßen wieder. Diejenigen sind hier eingeblendet und heute wurde für die Stadt gestimmt. Das heißt, wir werden uns heute ransetzen, werden uns an die Großstadt, kann man es so nennen, werde ich sie so groß machen? Ich weiß es noch nicht, aber ich möchte auf jeden Fall mal an so eine etwas größere Stadt gehen oder halt einfach an die nächste Stadt, die ich ja hier mitten rein machen möchte. Und habe da auch schon ein bisschen was rausgesucht. Also ich habe da so eine kleine Idee, was ich machen möchte. Das werde ich jetzt gleich mal versuchen umzusetzen. Ich habe mir hier so ein bisschen durchgeguckt, was ich denn noch alles hier zur Verfügung habe. Mit was ich da bauen könnte. Und da ist mir hier wieder dieses Dreieck so ins Auge gesprungen. Was ich eigentlich immer ganz hübsch finde. Und ich dachte mir halt, die eine Autobahn kommt ja von hier aus. Wenn die dann hier irgendwo ankommt, kann man die Schnellstraße hier dann anschließen und enden lassen. So auf jeden Fall die Idee dahinter. Und ich möchte halt hier in diesem Mittelpunkt, hier sind dann die Felder, aber hier ist es so ein bisschen offener. Also jetzt nicht so dicht bewachsen. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, gehen wir hin. Bauen das einfach mal da rein. Gucken wir mal, wie das aussieht. Weil das hat schon was. Das endet dann hier. Das finde ich schon irgendwie cool. Und hier haben wir ja die zwei Spuren, die dann hochgehen. Und ich würde ab hier dann aber auch hingehen und würde sagen, komm, wir machen das Ganze dreispurig weiter. Weil jetzt wird es halt langsam zur Autobahn. Und versuchen das mal da vorne anzuschließen, weil das ist dann so ein, eigentlich ein ganz schöner Mittelpunkt von meiner Stadt mit diesem Kreuz. Und das möchte ich ja gucken, dass das halt auch so ein bisschen was Besonderes ist. Was hat denn jetzt hier geknallt? Kleiner Moment. Okay, interessant. Keine Ahnung. Jetzt haben wir das hier dreispurig gemacht. Ich warte nämlich auf ein Paket seit 1,5 Wochen. Eigentlich 2, aber ich sag mal über Ostern, klar, da passiert nichts. Aber ich warte seit 1,5 Wochen auf ein Paket, was immer noch nicht angekommen ist. Das ärgert mich. Ich habe mir das bei won.de habe ich es bestellt. Kann man auch mal sagen hier, won.de habe ich es bestellt. Ja, 1 bis 2 Tage Lieferzeit. Vielleicht mit Augenzwinkern, ne? Bin echt unzufrieden mit denen, da werde ich nie wieder bestellen. Ich werde mal gucken, ob ich hier das ein bisschen umsetze. Ein bisschen tiefer setze. Das war nämlich so ein Vorschlag auch, dass ich das einfach so ein bisschen nach unten... Achso, warte mal, das mache ich dann anders. Machen wir erstmal das hier so. Au. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir denn hier durch? Hier? Ja, das könnte eine interessante Schnellstraße nach oben werden. Oder eher Autobahn. Wenn ich jetzt hier so mich hochschlänge. Okay. Ich habe nämlich eine kleine Idee. Ich muss ja hier höher werden. Ich muss jetzt hier hingehen. Und ab hier kann ich dann sagen, eigentlich... Mal das Ganze mal so ein bisschen nach oben. Gut, das müssen wir jetzt halt ein bisschen nachbessern selber. Ah, das kriegen wir ja hin. Dann haben wir hier so die erhöhte Autobahn, die sich dann hier in der Richtung anschließt, weil die ist ja auch erhöht. Haben wir eine Idee, oder? Na, gucken wir mal. So. Ja, ja, ich sag's euch. Ich habe extra einen Stuhl bestellt. Ich war so mega happy. Dachte mir so, ey, guck mal, jetzt voll das coole Angebot hier. Da kann ich mal zuschlagen. Hab mir den Stuhl bestellt. Vor Ostern. Ja, alles klar, okay, dann kommt es halt irgendwie nach Ostern, kein Problem. Klar, dass über Ostern keiner arbeitet, das ist ja selbstverständlich. Ja, dann wurde es losgesendet. Wochenlang nichts, oder eine knappe Woche nichts gehört vom Paket. Mich an den Support gewendet, der echt miserabel ist bei won.de, muss man halt auch mal sagen. Hab dann eine Beschwerde oder halt Kritik geäußert über die Mail. Nichts zurückgekriegt von denen. Hab dann telefonisch angerufen. Ja, da habe ich jemand erreicht sogar. Der wollte mir dann senden, wenn er weiß, wo mein Paket ist, weil ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung, wo mein Paket ist. Seit Wochen habe ich davon keine Meldung mehr bekommen mit Tracking. Ja, jetzt wurde es halt wieder getrackt irgendwie heute. War ich glücklich, dachte, ja, es kommt heute, stand wieder drin. Hä, voraussichtlich heute Lieferung. Ja, nee, war eben nicht. Wieder mal, die haben mich wieder angelogen. Oh, scheiße. Oh, das wollte ich nicht. Ja, und deswegen bin ich halt mega unzufrieden auch mit denen.
Vor allem, weil derjenige da eigentlich nachforschen wollte, mir dann per Mail schicken wollte, ey, wo ist dein Paket? Hat es auch nicht eingehalten. Weil es wurde ja wieder getrackt, also rein theoretisch hätte er mir lange was senden müssen. Ach ja, ich sag's euch. Nicht einfach. Nicht einfach. Upsala. Weil ihr hört es, also ich weiß nicht, ob ihr es teilweise in dem Video seht, aber mein Stuhl ist mitunter neben meiner lautesten Maus der Welt auch der lauteste Stuhl der Welt. Und das ist eben so dieses Problem daran und bei den Aufnahmen halt ein bisschen, naja, nicht so optimal. Und deswegen habe ich mir jetzt halt einen richtigen Gaming-Stuhl bestellt. Dachte, hey, komm, endlich auch mal einen Gaming-Stuhl, so einen richtigen. Habe ich halt davor nie gehabt. Meiner ist kaputt gegangen, deswegen habe ich Quietschi hier unter mir. Komm mir immer vor, wenn ich auf dem Sitz, als würde ich 150 Kilo wegen, ey, so wie der schreit. Und, ja, deswegen einen neuen bestellt, echt gefreut, so, yay, guck mal, das super geile Angebot. Hast du nur Probleme damit, weil, weiß nicht, sogar über DHL, ne, Hermes würde ich ja teilweise noch verstehen. Mit Hermes habe ich unglaublich schlechte Erfahrungen gemacht, aber mit DHL. Ich weiß nicht, ob da praktisch Won.de wirklich was dafür kann, da bin ich nicht wirklich informiert, aber der Support von Won.de ist einfach nur, finde ich, schlecht. Weiß nicht, gibt es von euch Leute, die da schon mal bestellt haben? Dachte mal, wäre mal ganz cool, so eine Abwechslung zu Amazon, aber ha, wurde gleich gestraft. Mit Amazon habe ich zum Beispiel noch gar keine Probleme, da gibt es aber auch viele andere, so wie Ben zum Beispiel, der da extreme Probleme schon hatte. Ja, da gibt es wohl nichts Perfektes, muss ich zugeben. Trotzdem, ich bin unzufrieden. Das werden die auch merken. Die haben eine 9,4er Bewertung auf jeden Fall, die Seite. Von 5. Ne, eine 4,9er, so rum. 9,4er von 5 ist auch gut. Ist auch gut, ja, wäre kein schlechter Ding. Ja. Weiß nicht, wo bestellt ihr euch immer so Sachen? Oder sagt ihr, nee, wir gehen da wirklich in die Läden und holen uns das da direkt, weil da haben wir dann keine Probleme. Oder seid ihr auch Leute, oh, Amazon oder halt auch in dem Fall Won.de oder was es noch alles gibt. Oh, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Oh, kann man ein bisschen überbrücken mit Quatschen hier, wenn wir unsere Move-It-Action wieder machen. Das dauert ja bei mir immer ein bisschen. Ja, ja. Ich hoffe, dass er bald halt kommt. Vor allem, er ist halt in dem Verteilerzentrum heute Nacht um 2 Uhr angekommen. Ich hoffe, er ist es, aber wurde halt getrackt. Habe ich mir gedacht, ja, okay, wenn er um 2 Uhr nachts da ankommt, dann ist es ja im Postauto, weil dort werden die Postautos halt beladen für die Gegend hier. Immer so gewesen, nie anders gewesen, wenn es da drinne war, jedes Mal Paket kam an dem Tag. Außer wenn die Lieferung von Won.de kommt, dann natürlich nicht. Ja, bin da angefressen, bin da traurig. Ich habe mich gefreut, dass mein Stuhl mal da ist. Ich dachte, hey, guck mal, endlich ein Stuhl. Oh. Naja. Kann man halt nichts machen. Machen wir hier so eine Brücke rüber. Von der Höhe auch okay. Dann haben wir hier die Brücke. Hm. Cool, was? Upsala. Nein! Geht das so? Nee, das wäre zu knapp, ne? Außer man geht über die Seite. Außer man macht es anders. So, jetzt haben wir hier die Brücke. Die Brücke geht jetzt hier langsam nach unten. Die machen wir hier in so einem Halbbogen wieder runter, würde ich sagen. Schließt sie sich hier an. Also mal bei der 0. Boah. Puh, okay, das funktioniert anscheinend nicht. Aha. Mhm.
Ah, probieren wir hier mal so ein bisschen. So, machen wir hier. Oh, jetzt ist ja schwindelig hier bei der Kurvenlage hier. Dann haben wir hier so... Na gut, sieht jetzt nicht so hübsch aus, obwohl es sieht interessant aus. Das ist okay. Dann gehen wir hier wieder mal gucken. Dann machen wir hier das Gleiche. Machen hier das in die Richtung aber weiter. So, dann gehen wir erstmal hier ein Stück runter. Genau, und dann machen wir das hier so ähnlich. Ich würde sagen, wir gehen hier. Und das hier so und dich. Lass mal hier einfach dann runtergehen und schließen dich hier an. Haben wir hier, glaube ich, eine komplette Auf- und Abfahrt gemacht. Das mache ich wieder hier mit meinem zweispurigen Ding hier. Dass ich die hier anschließe, das... Upsala. Yes, das Gott hat das gerade geruckelt. Bisschen weiter weg. Genau, dann machen wir hier einmal den Anschluss. Und hier einmal den Anschluss. Das gleiche machen wir hier drüben dann auch. Weil jetzt müssen wir hier eigentlich alles haben, ne? Wir haben den kompletten Anschluss hier, das da hinten haben wir halt mal so gebaut. Jetzt haben wir hier eine komplette Auf- und Abfahrt gebaut mit einem Kreuz und hin und her, einen Knoten und ja, das sieht gut aus. Jetzt haben wir hier das Tal. Hier wollte ich ja so ein bisschen Landwirtschaft wieder nach oben ziehen. Und hier ist jetzt praktisch so unser Mittelpunkt. Ah, das sieht schon gut aus. Hier mal so eine Straße. Machen wir hier mal kleinere Straßen hin. Was zum Beispiel ganz cool wäre, ist ein kleiner Kreisverkehr hier hinten rein zu machen. Wow. Echt jetzt? Repariert. Dann haben wir hier so einen kleinen Kreisverkehr. Hier ist so einen kleinen Bogen. Ja, ich glaube, das ist doch ganz nett eigentlich. Dann haben wir das. Dann können wir langsam auch Richtung Innenstadt gehen. Ich möchte hier vielleicht so ein Bürogebiet bauen. Ich glaube, da braucht man aber erst eine Uni. Ich sehe, vom Betrag her sieht es nicht so gut aus. Wir lassen das alles so mal ein bisschen nebenher ein bisschen laufen. Weil wir brauchen Geld. Die Straßen, die kosten doch einiges. Muss man wirklich sagen, die kosten einiges. Vor allem, wenn man halt da irgendwie nichts baut. Wir müssen jetzt erstmal hier natürlich für Strom sorgen. Ach ja, vor allem für Strom. Für Wasser müssen wir sorgen. Genau, und jetzt geht's los mit Gebieten ziehen eigentlich. Mehr eigentlich nicht. Da kann man hier mal eins rüberziehen. Das ist dann eher so Randgebiet noch. Und das geht dann halt über in so eine etwas größere Stadt. Da machen wir hier... Machen wir einfach mal ein paar wilde Straßen. Ihr kennt das von mir. Was halt auch immer sehr, sehr cool aussieht dann im Endeffekt, wenn es mal gebaut ist. Mal so einen Bogen rüber. Lass uns hier mal die Straße nochmal ändern. Machen hier vielleicht so eine breitere Straße dann hier durch. Machen hier dann den direkten Anschluss hier rüber. Bieten dann in dem Randgebiet vielleicht nochmal so die kleine Mogelstraße hier durch. Und hier durch. Ja, an die große möchte ich nichts anschließen. Da können wir aber vielleicht einfach so... Kleine Sackgasse reinmachen. Ich glaube, das sieht doch ganz nett aus, was wir hier machen. Ich hoffe, hier wird Ding verlangt gerade. Au, sieht gut aus.
Ach, und ich weiß auch, dass manchen Leuten die andere Stadt zum Beispiel besser gefällt, aber finde ich dann doch ein bisschen unnötig, wenn ich, sag ich mal, zum Beispiel bei dieser ganzen Geschichte hier, wenn ich dann reinschreibe, hier stimmt halt ab, was wollt ihr als nächstes sehen und dann, ja, dass die nächste Stadt weitergebaut wird. Ich weiß nicht, fand ich nicht so toll, das Kommentar, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Weil, ja, die Leute, die halt das Projekt mehr mögen, hier gucken das und die anderen sollen halt das andere City Skylines gucken. Aber deswegen hat doch jedes der Projekte trotzdem seine Daseinsberechtigung. Ist mir da nur aufgefallen. Fand ich nicht so toll, muss ich zugeben. Ja, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen Wege noch durchziehen. Das ist ja immer wichtig. Wege sind wichtig. So, machen wir hier. Schlängen wir hier mal einen durch. So. Was haben wir? Hier möchte ich hier was durchziehen. Ich weiß nicht. Ich mache das halt immer, ich mache jetzt halt immer von den Kreuzungen ab. Finde ich irgendwie angenehmer, weil die dann halt direkt an den Kreuzungen dann halt rüberlaufen können. Habe ich mir irgendwie so angewöhnt, dass man halt einen Weg hat, der komplett irgendwo durchgeht, dass die halt da überall zu Fuß einigermaßen hinbekommen, hinkommen, nicht hinbekommen. So, dann geht's an die Parks. Was haben wir denn? Wir machen erstmal fürs Randgebiet machen wir so einen kleinen Spielplatz hier. Nehmen wir mal hier hin. Ich hoffe, dass das nachher halt echt gut aussieht. So einen großen Spielplatz werde ich auch nochmal irgendwo hinbauen. Spielplätze sind nämlich wichtig, weil die Leute da spielen können. Ja. Was war denn das? War das? Ach nee, es war ein kleiner Park. Okay, ich wollte eigentlich einen Hundepark. Machen wir hier noch. Was ist denn das? So einen botanischen Garten vielleicht noch irgendwo hin? Vielleicht hier oben? Okay. Ja, ich weiß, ich habe keinen Strom. Wir werden da direkt mal den Anschluss holen. Was dann? Zieht sich unsere kleine Großstadt schon irgendwie hin? Das sieht doch cool aus, wenn hier hinten dann so, sag ich mal, noch ein paar Felder sind, die ich halt auch so ein bisschen selbst halt auch anlege. Dann hat es doch was, oder? Komm, wir machen hier kurz, wir gehen einen Darlehen ein, wir machen 1,60.000. Komm schon, dann können wir hier auf jeden Fall die Versorgung noch machen, dann ist es so ein einigermaßen sauberer Abschluss. Dann machen wir hier so die Polizeiwache an die Ecke hier. Und schulisch sieht es hier halt auch nicht gut aus. Da müssen wir mal gucken. Hier wollte ich das Gewerbegebiet. Ah, neben die Autobahn wollte ich jetzt ungern eine Schule machen. Vielleicht hier? Ich sag zum Beispiel hier. Ich sag zum Beispiel hier ist einmal dann die... wie mache ich das denn jetzt? Machen wir hier mal die Grundschule hin und hier die Oberschule, obwohl ich das komplett falsch rumgesetzt habe. Ich hätte die Oberschule, ja, obwohl, das macht keinen Unterschied, ist egal. Sondern habe ich hier so mein Schulgelände, was ich vielleicht noch ein bisschen ausschmücken kann dann. Dann haben wir das alles schon mal gemacht. So, dann haben wir hier alles in der Richtung schon mal fertig. Müllprobleme, klar. Da werden wir, glaube ich, Probleme kriegen. Boah, das sieht mega cool aus, wie ich finde, oder? Was meint ihr? Das kommt echt gut rüber, auch wenn es dann bebaut ist jetzt. Gefällt mir, gefällt mir. Überlegen, ob ich hier noch vielleicht eine Auf- und Abfahrt hinmache, damit der Müll vielleicht schneller hier vorbeikommt. Wir haben hier nur die Möglichkeit, die können runter und können hier direkt raus. Dann hier rüber. Okay, es gibt auf jeden Fall in alle Richtungen Möglichkeiten, aber ja, klappt. Es klappt, solange es klappt, ist alles gut. Sind wir zufrieden, baut sich gut auf, das ist die Hauptsache. Ne, jetzt sind wir aber am Ende angekommen. Dann wünsche ich euch was. Es sind natürlich wieder die nächsten Vorschläge in den Kommentaren. Mal gucken, was wir da irgendwie anstreben. Aber ich habe da so die ein oder andere Idee schon. Wir haben die Großstadt halt angefangen, der Punkt ist abgehakt, dafür wird die Ersetzung kommen dann. Und genau, dann schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie es euch gefällt hier oben, das kleine Eckchen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.